So, hallo zusammen und herzlich willkommen bei Betzmann Galvanik. Ja, sind wir schon wieder dabei, Edelstahl vergolden. Ganz kurz nur mal, ich habe ja schon mal sowas Ähnliches gemacht. Einfach nur mal ein ganz kurzer Rundumschlag, wie beschichte ich. Also grundsätzlich kann man mit der Galvanik sehr viel machen, man kann nicht nur vergolden, man kann verzinnen, verzinken, verkupfern, also einen Rostschutz aufbringen. Zink hat übrigens eine ganz tolle Optik, ja, Zink glänzt auch, das ist jetzt Zink, ja, also man kann wirklich sehr, ja, es ist nicht zu verwechseln mit dieser Feuerverzinkerei, sondern man kann sehr viel machen. Man kann Kunststoffe leitend machen, beschichten, also alle Metalle oder nicht leitende Flächen, so muss man sagen, kann man metallisieren in Form von einem Kupferleitlack, dann ist er leitend, dick verkupfern und so weiter. Man kann vergolden, verchromen, Kobalt beschichten, Platin, Palladium, Silber, alles mit einer Technik. Also ich brauche immer nur entsprechend eine passende Elektrode, das heißt, wenn ich eine Graphitelektrode habe, wie die, kann ich mit der alles machen. Ich kann mit der verkupfern, ziehe ein Stoffpad ab, lege das wieder entsprechende Becher zurück, spüle das mit Wasser, dann kann ich vergolden, wenn ich fertig bin, Stoffpad abziehen, spülen mit Wasser, grün vergolden, weiß vergolden, rosé vergolden, vernickeln, verkupfern, rodinieren, geht rein theoretisch alles mit einer Elektrode. Natürlich möchte man dann irgendwann mal in jedem Becher eine eigene Elektrode haben, aber die Graphit nicht da reinlegen eine Zeit lang, ja, oder über Nacht oder Tage, wenn man sagt, ja, habe ich 10 Stück, sondern die lösen sich auf, verfärben das Elektrolyt, macht gar nichts aus, aber es wäre halt schade ums Geld. Ja. Ich bin da der Schwabe, ich denke da ein bisschen praktisch. Gibt manchmal so einen Bodensatz wie hier, ja, macht in der Regel gar nichts aus, macht nichts aus, nicht in der Regel. Ja. Und manchmal gibt es einen Bodensatz, das sieht man beim Silber ganz gerne, der wird leicht schwarz. Ich irgendwo da. Und das ist halt vom Einsatz der Graphitelektrode. Ja. Macht aber nichts. Ja, hier seht ihr, das ist Silber. Also von dem her braucht man eigentlich nur eine Elektrode. Die Edelstahl, die im Set dabei sind, zum Entchromen, zum Entfetten, zum Aktivieren, ja, reicht auch eine. Die anderen zwei kann ich als Ersatz nehmen. Zum Vergolden nimmt man halt Platin, platinierter Titanstab oder Graphit. Der Unterschied von Platin zu Graphit einfach, mit Platin baue ich dickere Schichten auf. Also es wird ja nicht nur oberflächlich beschichtet, sondern die Platin schiebt das Gold in die Metallstruktur und baut dann die Schicht auf. Also auch in der Galvanik an sich sieht man schon, dass es ins Metall reingeht. Es gibt ja noch einen Pulsgenerator unterstützt, der macht das noch besser. Von dem her kann ich mit einer Technik wirklich alles machen. Ich brauche also kein Software-Update oder sonstige teuren Sachen, sondern einfach nur ein Netzteil, zwei Kabel, einen Griff, Klemme, was im Set sowieso dabei ist, und dann halt einfach Becher, Marmeladengläser, Honiggläser, paar Elektroden, paar Stoffpad pro Elektrolyt 1. Das vergessen ganz, ganz viele immer beim Bestellen. Ja, dann haut man die Bestellliste voll und Roségold und das und ein Ding und dann da. Und dann bestellt man zwei Stoffpad, hat aber 7 Elektrolyte. Ja, ich lege manchmal auch kostenlos welche dazu, aber Leute, übertreibt es mir nicht. Ne? Ich hatte neulich auch so eine Rückfrage mit: Ja, ich dachte, die sind dabei. Nein, nein, die sind nicht dabei. Ja? Die kosten auch mich Geld. Okay, hier haben wir jetzt die Krux vom Edelstahl. Ich zeige halt, muss ich sagen, ich zeige sehr viele Videos zum Vergolden, weil damit verdient man halt einfach Kohle. Ich sehe ja viele, die machen jetzt Kunststoff in 3D-Druck und da macht man Leitlack drauf und 5 Stunden saures Kupfer und was man da alles Tolles zaubern kann, ist alles schön. Aber wenn ihr das im Stundenlohn umrechnet und versucht, das zu verkaufen, dann muss ich schon einen Freak finden, der mir das abnimmt. Ja, wenn ich jetzt einen Helm oder ein Schwert mache, der sagt, okay, das Ding kostet eigentlich ein Vermögen, bin ich bereit zu zahlen, weil es halt was ein Unikat ist, aber ansonsten verdienen wir da halt kein Geld mit. Ja, es ist eine Spielerei, ja, dann fängt man Bäder an, da braucht man Filtration, da gibt es unheimlich viele Probleme, die man dann löst, aber das ist ein schönes Hobby, ist ganz toll, aber da verdienst du keine Kohle mit. Ja, ich mache so eine Platte, verdiene 100, 150 Euro oder einen Autoschlüssel oder ein Emblem oder einen Schriftzug am Auto, ja, da mache ich einen Rundumgang an der Karre, da mache ich mal kurz 500, 600, 700, 800 Euro, je nach Aufwand oder mehr. Von dem her zeige ich halt das, was profitabel ist. Ne? Auch natürlich für Silber und auch Palladium. Ja? Aber beim Verchromen oder jetzt, wenn es ums Verzinken geht, ist kein Geld verdient. Ich kann mich nicht mit einer Feuerzinkerei vergleichen, ja, die das Ding halt reinlegt und dann kommt halt irgend so ein billiger Schuss drauf, sieht kacke aus, aber hat einen guten Rostschutz. Oder mit der Pulverbeschichterei ist halt irgendein Lack, kann ich mir als Galvanik nicht vergleichen, ja, und mit dem mache ich halt Kohle. Und das ist ja, wo man sagt, klar, Hobby ist alles schön, aber irgendwann, wenn ihr dann merkt, oh, jetzt habe ich mein Geld verschossen und mein Gold verbraucht,
jetzt habe ich meinen Hausschlüsselgold und so weiter und dann gehe ich halt immer raus, Party und unterhalte mich mit den Leuten, dann kriege ich einen Rückläufer. Ja? Dann heißt es hier, ah, kannst du auch meinen Löffel vergolden, kannst du auch meinen Hausschlüssel vergolden, kannst du auch das vergolden und dann kommt Geld rein. Ja? Und das ist das, was wir ja auch haben wollen, also aus Hobby ein Nebengewerbe machen und das ist damit machbar. Von dem her zeige ich sehr viel zum Vergolden, weil da sitzt wirklich sehr, sehr viel Potenzial drin. Ich mache es seit über 20 Jahren. Und was ich an Firmen verkaufe, was die vergolden, was sie an Autos, an Luxusmöbel, an Bad, an Elemente machen, das ist unfassbar, was da Geld bezahlt wird. Ich hatte neulich auch eine Firma da, die machen Bootsrevision, der sagt, wir haben, unser durchschnittlicher Kunde hat bis zu 10 Yachten. Die haben in einer Halle Möbel stehen, da kostet ein Tisch 1 Million, da haben die 10, 11, 12, haben die da auf Halde stehen. Ja? Und da sitzt Geld und das braucht man. Ja? Und solche Kunden, die sind bereit zu bezahlen. Natürlich hat einer ein bisschen weniger Geld, möchte einen Schlüssel, einen USB-Stick und einer hat halt einfach viel Geld. Der fragt schon gar nicht nach dem Preis. Und das ist das, was wir ja letztendlich dann auch suchen. Ne? Wie es immer heißt, wenn ich eine Firma habe, will ich auch Geld verdienen. Okay, also entfettet habe ich, um letztendlich die komplette Metallstruktur sauber zu machen. Das kann ich jetzt auch, also hier mit der Elektrode machen und mit Strom. Dann ist die Stromwirkung halt ein bisschen intensiver. Ja, dann stecke ich einen Griff rein bei 5 Volt. Und habe jetzt hier praktisch einen Edelstahl. Die Krux an dem Ganzen, ich kann es nicht polieren. Schrift drauf, Ätze drauf. Ja, da kann ich jetzt nicht polieren und sagen, oh, da ist ein Kratzer dran. Das ist dann halt Sache des Kunden. Ja, das ist jetzt nicht mein Bier. Ich mache jetzt einfach die Oberfläche so gut wie möglich sauber. Hier, Thema Daumen und hier drauf. Ja, wenn das jetzt ein ganz empfindliches Metall wäre, Messing und so weiter, habt ihr trotz Finger oder Handschuh, habt ihr hier manchmal dann auch entsprechenden Schutz, von dem er unten kontaktieren, also einen Abdruck, den kriegt er fast nicht mehr raus, ja, hier unten kontaktieren und nach dem Entfetten kaum mehr die Fläche anfassen. Mit Strom, 5 Volt, Edelstahl-Elektrode, Stoffpad. Gut spülen mit destilliertem Wasser, einfach jedes Elektrolyt gut abspülen, damit die Elektrolyte nicht miteinander in Kontakt kommen. Macht beim Entfetten und beim Aktivieren jetzt nicht viel aus, aber wenn jetzt vorher für Silber und dann entsprechend für Kupfer oder für Kupfer und dann für Silber oder für Golde und das Elektrolyt sich mischt, kann sein, dass ihr einen anderen Ton habt. Aktivator 2,7 Volt oder 30 Sekunden Einwirkzeit. Ja, ich lege das einfach mir so ein bisschen rüber und beobachte auch mal bitte die Fläche, ja, nicht, dass da hier ist beim Aktivieren irgendwas passiert, was ich nicht will. Der neue Aktivator ist ja relativ unproblematisch. Ne? Kann man ein bisschen so ausbalancieren, ja. Das. Der Aktivator entfernt Oxidationen, weil ich ja nicht poliere wie hier, ja. Oder polieren kann oder will. Spüle wieder mit destilliertem Wasser. So, jetzt können wir es eigentlich schon vergolden. Jetzt brauchen wir eigentlich mal einen großen Becher. Ihr wisst, die Becherstellerei und den Griff ablegen führt meistens zu Materialverlust, weil irgendwas umfällt. Aber ich habe jetzt den ganz tollen Becherhalter, ja. Und da kann man das entsprechend dann so drauf machen. Okay, also ich brauche keine Angst haben vor dieser Schrift. Die bleibt drauf. Die wird nicht überdeckt. Ja. Die ist nicht leitend. Die wird auch nicht angegriffen durchs Elektrolyt. Da keine Säure und keine Hitze. Und ich kann mit ganz wenig Material diese Platte beschichten. Können die in der Badgalvanik nicht. Ja. Das Ding irgendwo reintauchen, brauche ich locker einen halben Liter je nach Form. Ja. Und dann ist die Schrift weg. Weil wenn es heiß wird und mit Säure, dann war es das. Gut, Platinelektrode, sauberen Stoffpad, vor allem dicht, dass die Elektrode nicht irgendwo rausschaut. Kontaktieren. Optimal natürlich wäre noch eine Wanne drunter stellen. Und dann fange ich mal bei 5 Volt an, um einfach mal zu testen, wie schnell geht das. Also zum Vergolden nochmal. Ich kann vergolden Edelstahl, Eisen, Stahl, Messing, Kupfer, Nickel. Verchromter Kunststoff, aller Art, verchromtes Alu, verchromter Messing und so weiter, weil beim Verchromen wird verkupfert, vernickelt, verchromt. Ich nehme das Chrom runter, lege eine Nickelschicht frei und unterm Chrom ist immer Nickel. Wenn da was anders ist, dann ist irgendwo Beschiss aus China oder irgendeiner, der vielleicht verspiegelt oder irgendwas hat und der Chromentferner löst einfach diesen Lack ab und legt dann drunter irgendwie Kupfer frei oder irgendwas anders, aber es ist unterm Chrom immer bei der sogenannten Glanzverchromung immer Nickel. Ja? Von dem her das. Und ansonsten alle, die meisten Metalle außer Aluminium. Bei Aluminium wird es schwierig, weil es gibt sehr viele Legierungen. Da kann man nicht vorab abschätzen, was geht. Hauptsächlich wäre der erste Schichtauftrag saures Kupfer. Oder Aluminiumvorbehandler, der eine Zinkatschicht auflegt und dann alkalisch verkupfert.
Da muss man aber sehen, sobald Magnesium oder Silizium in der Legierung ist, wird es schwierig. Deshalb mache ich auch keine Videos mit Alu, weil das wäre echt fies. Ja, ich hole mir eine Legierung, die funktioniert, und dann mache ein Video und alle rennen und sagen, oh, will ich auch, geht er auch, der macht Alu, und dann funktioniert es nicht, dann ist man enttäuscht. Also da bin ich fair und sage, das muss jeder selber probieren. Deshalb verkaufe ich auch ab 100 Milliliter oder 50 Milliliter kleine Fläschchen, wo man dann einfach versuchen kann, mit welcher Variante kommt man hin. Ja, macht eine Bemusterung und wenn es klappt, ist ja super. Okay, während ich hier rede, fängt natürlich der Nickel im Edelstahl wieder langsam an zu oxidieren. Von dem her müssen wir uns kurz halten. Also Stoffpad, Gold drauf, kontaktieren und dann wie so ein Flugzeug erstmal über die ganze Fläche gehen, um zu gucken, wie legt sich's an? Gibt es irgendwo einen Fleck? Wie lange dauert das Ganze? Manche denken, oh, das muss jetzt schon fertig sein. Nein, das Gold sollte auch Zeit haben, sich anzulegen. Ja, der Strom schiebt das Gold darüber und es legt sich jetzt dann da an. Man sieht, es nimmt schon ein klein bisschen an. Und je mehr da Gold jetzt drauf geht, desto intensiver wird die Schicht. Was wir jetzt sehen, ist zum Beispiel hier der Effekt. An den Rändern geht es schneller. Warum? Da ist der Widerstand geringer und die Abscheidung läuft schneller. Deshalb haben wir an den Rändern auch meistens bei sehr, sehr schnell abscheidenden Metallen wie Silber oder Kupfer auch manchmal schwarze Ränder, weil da einfach die Beschichtung sehr, sehr schnell läuft und dann da läuft es noch schneller und dann verbrennt es. Okay, jetzt gehen wir mal hoch auf 5,6 Volt. Der Effekt wird natürlich noch besser, wenn ich jetzt das Ganze erhitze, weil wenn ich das Metall richtig heiß mache, also in ein warmes Wasser lege oder anföhne, und das Elektrolyt ist weit über Zimmertemperatur, dann habe ich den Effekt, dass es noch schneller geht. Von dem her mit der Voltzahl einfach ein bisschen nachjustieren. Ja, wenn ich merke, oh, das geht ein bisschen flott, dann einfach mit weniger Volt anfangen. Deshalb ist halt der Vorteil bei der Tambongalvanik, dass man wirklich mit viel Gefühl und auf Sicht arbeiten kann. Ja, mit Bart ist es halt weg. Ja, da schwimmt es irgendwo drin rum. Und da sehe ich nicht rein. Ich kann auch da mit der Nase nicht drüber. Und bei der Tambongalvanik arbeite ich letztendlich da dran und sehe sofort, was passiert. So, also auf jeden Fall Zeit geben, weil wenn der Strom das Ganze zu schnell drauf schiebt, dann kann es schon passieren, dass dann halt Fleck oder so, das ein bisschen dunkel. Und man verdient ja genug Geld, dann muss man sich nicht abhetzen. Ne? Eile mit Weile. Genau das ist der Effekt, der Schichtaufbau. Je öfter ich da drüber vergolde, desto dicker wird die Schicht. Mehr ist es nicht. Desto satter und intensiver. Und da kann man jetzt langsam mit zugucken. Ja, das ist natürlich auch eine zähe Sache. Klar, weil das ist jetzt nicht so ein hochglanzpolierter Edelstahl. Der nimmt es auch nicht so gerne an. Und da muss ich dem Ganzen natürlich dann entsprechend Zeit lassen. Ne? Wie gesagt, dem einen oder anderen Köpfchen rattert es jetzt wieder. Viele Ideen, was alles machbar und möglich ist. Und dem einen oder anderen Köpfchen rattert es wieder so nach dem Motto, wie kann man das Ganze schneller machen, wenn ich jetzt 10 mache? Ja, wie? Ja. Und da ist halt immer die Frage, muss immer sein, dass man immer alles schneller macht, dass er eh genug Geld verdient. Man muss nicht immer alles automatisieren. Das ist halt dann einfach Handarbeit. Das muss der Kunde dann auch zu schätzen und würdigen. Und ich muss mir halt damit abfinden, dass ich nicht immer alles dann in Masse machen kann. Was man natürlich auch machen kann, erst vergolden, ja, dann sind wir schon wieder beim Thema und dann auf dem Gold entsprechend dann gravieren. Das wäre schon möglich. Oder lasern oder was da alles machbar ist. Dann könnt ihr das durchaus in ein Bad machen oder so, dass ich dann mehrere Platten einhänge.
die erst vergolde und der Kunde es dann entsprechend graviert, sofern das auf Gold machbar ist. Ich habe da mal gehört, manche sagen, kann man gar nicht lasern oder gravieren, je nach Apparat, was man da zur Verfügung hat. Materialkosten sind sehr gering, die sind wirklich verschwindend gering. Mit 100 Milliliter schafft man ungefähr einen Quadratmeter Fläche, also da macht man schon ein paar so Tafeln mit. Nochmal zur Preisgestaltung, klar, viele sagen immer, was kann man dafür nehmen? Also es gibt immer, muss man so sagen, es gibt Kunden, die wollen alles geschenkt. Und es gibt Kunden, denen kannst du teuer genug sein. Und das muss man halt einfach abklären. Man sagt, das ist meine Vorstellung, ja, an Arbeitszeit und an Material und an Technik und an Know-how. Und man will ja auch davon leben können. Und der Kunde hat seine Vorstellung, was er bereit ist, dafür zu bezahlen. Und dann trifft man sich. Aber ich brauche da keine große Flächenberechnung machen, ja, dass ich sage, ah, ja, ja, dann rechne ich dem Kunden vor, das ist so und so und zu beschichten Quadratmeter und dann brauche ich ein Stoffpad und dann löst sich vielleicht noch die Elektrode aus. Das sind jetzt dann alles gar nicht. Ja. Der sagt einfach, sag, was du kriegst und ich entscheide, ob wir zusammenkommen. Punkt, mehr ist es nicht. Ja. Genauso auch bei vielen ja, klassischen Mercedes-Sternen oder sonstigen Sachen. Sagen wir mal, hatte ich ja neulich auch das Thema mit dieser Königskette angesprochen, ja, wo mir einer erzählt hat, er hätte 50 Euro dafür gezahlt. Kann wahr sein. Dann hat es derjenige vergoldet, der es vergoldet hat, hat einfach einen grandiosen Fehler gemacht, ja, weit unter Wert verkauft. Oder es ist ein Trick vom Kunde, dass er da halt mit einem Preis kommt, wo du sagst, ah ja, gut, Hauptsache einen Auftrag mache ich auch. Ja. Und dann fängt man da das Rumhandeln an, wie am Bazar, bin ich nicht dafür. Ja. Ich rufe da meinen Preis ab und wer es nicht zahlen will, der kann dann halt weitersuchen. Ganz einfach. Ja, ist ja wie überall im Handwerk. Man kann schauen, ob man miteinander ins Geschäft kommt. Aber man muss sich nicht über den Tisch ziehen lassen. Auf beide Seiten nicht, natürlich. So. Also je öfters ich da drüber fahre, desto dicker wird die Schicht. Je satter. Und natürlich auch sehr korrosionsbeständig. Die Korrosionsbeständigkeit kommt ja in der Regel erstmal hauptsächlich vom Grundmetall. Heißt, habe ich jetzt Stahl oder Eisen, also irgendwie blankes etwas, hat das natürlich keine Korrosionsbeständigkeit. Das heißt, da muss ich natürlich anfangen, erstmal dick verkupfern, dick vernickeln und dann entsprechend als Deckschicht Chrom oder Gold. Habe ich jetzt ein Metall, was schon Korrosionsbeständigkeit mitbringt, also im Messing dann halt Nickel für den Außenbereich, Edelstahl, ja, wo ja auch schon was drin ist, was das Wort besagt. Mal jetzt hier noch die Ränder. Oder habe ich jetzt ja, Edelstahl und so weiter. Dann kann ich natürlich teilweise direkt vergolden. Bei Messing, je nachdem, für den Außenbereich, ja, weiche Metalle sollte man in der Regel absperren mit einer sogenannten Sperrschicht. Im Schmuckbereich kein Nickel, dafür Palladium, eine sehr harte Sperrschicht. Und draußen metallisch im Metallbereich Nickel, Kobalt. Natürlich gibt es Leute, die sperren Kupfer mit Silber ab. Es gibt es auch, ja, dicke Silberschicht, Silber beschichtet 4-5 Mal schneller als Gold. Gibt es die auch die Möglichkeit. Und dann halt entsprechend die Wahl der Deckschicht und jede Schicht dick und jede Schicht sauber abarbeiten. Es bringt mir also nichts, wenn ich Kupfer sieht so lala aus, dann vernickeln wir halt, man wird schon irgendwie klappen. Nee. Funktioniert nicht. Wenn eine Schicht nicht sitzt, brauchen wir mit der nächsten nicht anfangen, weil die eine Schicht die andere nicht auskorrigiert. So, also. Ein bisschen nass, kann man gleich trocknen, also abtrocknen, man muss es auch nicht entsprechend aufhängen. Ja, man kann sofort anfassen. Die Schrift ist noch lesbar, ja. Ist noch da. Nicht mehr ganz so intensiv wie vorher, habe ich jetzt, glaube ich, das Gefühl, aber es ist noch da. Und die Rückseite wollen wir nicht, dafür haben wir die Kanten gemacht. Hier muss man noch ein bisschen nacharbeiten. Das ist auch so, es gibt nie ein Fertig. Ja? Wenn ich merke, ah, hier kontaktieren, da muss man noch ein bisschen nacharbeiten. Sehr rau. Da kann man natürlich mit dem Stoffpad ein bisschen aufpassen, dass man den jetzt verschneide. Da haben wir auch noch ein bisschen eine Fehlstelle.
Also man sagt ungefähr pro Quadratzentimeter eine Minute in Mikron. Das ist jetzt nichts, was man unbedingt dick beschichten muss. Das ist ein Täfelchen für irgendetwas. Man wird ja jetzt nicht, das wird ja jetzt nicht benutzt. Wie eine Uhr oder ein Schlüssel. Könnte man auch mit Goldflash machen. So, spülen mit Wasser. Jetzt habe ich noch mal ganz tolles da, aber ich darf es nicht zeigen. Zehnseitige Geheimgehaltungserklärung, also Mordsaufwand. Ist auch eine coole Sache, aber ich darf es leider nicht zeigen. Und das mache ich jetzt als nächstes, aber nicht filmen, weil ja, sonst war es das mit Betzmann-Galvanik. So, also nochmal als Resümee: Viele Metalle sind machbar und möglich, meistens Direktvergoldung, wenn das Metall an sich schon einen Korrosionsschutz hat. Ansonsten brauche ich halt, wie gesagt, regelbares Netzteilkabel plus minus, einen Griff, Elektroden, ein paar Becher zur Aufbewahrung. Es gibt auch solche Borogläser, gibt es im Internet. Hat natürlich Vorteil, Glas kann ich auf eine Herdplatte stellen und entsprechendes Elektrolyt warm halten oder erhitzen, wie jetzt Nickel und Chrom. Dann wird praktisch immer entfettet, um das Ganze, ja, also was sich da oben drauf ansammelt an Berührung, an Fett, an Öl und so weiter, zu entfernen, wie beim Geschirrspülen, spülen mit destilliertem Wasser dann aktivieren. Alles, was praktisch Oxidationen bringt, wie jetzt Edelstahl oder so, wo halt der Nickel drin ist, bildet Oxidation. Der Aktivator entfernt es, auch sogenannte Dekapieren, was man mit Säure machen kann. Und dann kann man die meisten Sachen schon entsprechend vergolden. Immer mit wenig Volt anfangen, bei 3, 4 Volt, um zu gucken, wie schnell legt sich's an, gibt es irgendwo Flecken, damit ich auskorrigieren kann. Und dann entsprechend sehr dick beschichten. Und zweckgebunden sage ich immer, ja, Außenbereich wird es benutzt, wo kommt es hin, was macht der Kunde damit? Spülen mit Wasser, eintüten, fertig. Auch nochmal ein Tipp von mir, macht nichts mit Vorkasse. Ja? Nichts, macht nichts auf Rechnung. Es ist immer so, auch allgemein im Handwerk üblich, ich habe ja viel mit vielen Kontakt. Es gibt halt einfach Kunden, wir sind alle Kunden, ist ganz klar, ja? Aber es gibt halt auch die speziellen Kunden, die lassen sich was machen. Und dann zahlen die einfach nicht. Und wenn, dann 50%. Und dann sagt man am Schluss, okay, dann reklamiert man halt irgendetwas. Reklamieren darf man ja, das ist legitim. Aber es gibt auch Reklamationen. Das erfordert dann letztendlich auch einen Rechtsbeistand. Ja? Und was soll der Richter dann anderes machen, als dass er sagt, na gut, ich würde euch einen Vergleich vorschlagen. Und das ist genau das, was die haben wollen. Ja? Das ist nämlich der Vergleich meistens halb-halb. Ja? Und jeder zahlt seine Kosten selber. Hat auch den Vorteil, dass der Richter kein Urteil fällen muss. Und dann bleibt man tatsächlich als Handwerker auf seine Kosten sitzen. Weil wenn der Kunde sagt, oh, guck mal, hier ist irgendetwas, kann der Handwerker sagen, ja, das ist aber normal, aber ja, man muss das Gericht entsprechend überzeugen. Und da geht es meistens auf den Vergleich raus. Also ich mag jetzt nicht pauschalisieren, aber in der Regel ja. Das heißt, wenn ich mal einen Garten machen lasse, wenn ich mal irgendwas machen lasse oder jetzt hier beim Vergolden, ja, kann der Kunde natürlich hingehen, ich schicke ihm das und dann sagt er, ja, die Schrift, ja. Ja, das habe ich mir anders vorgestellt. Oder den Goldton, den habe ich mir anders vorgestellt. Ja. Alles nicht Bestandteil vom Auftrag, weil es das heißt einfach vergolden. Ja. Das bitte vergolden. Und ich kann dann sagen, du, Kratzer gehen nicht weg, die Schrift könnte ein bisschen blasser werden, die Rückseite, die ist gar nicht poliert, soll man die auch machen? Ja. Und da gibt es unheimlich viele Möglichkeiten zu reklamieren. Genauso wie ich niemals ein Auto im Straßenverkehr rechtssicher bewegen kann. Ich mache immer einen Fehler. Ja. Man sagt, dem Moment, wo man sein Fahrzeug im Straßenverkehr bewegt, stellt man ein Risiko dar. Man hat fast immer mit einer Teilschuld. Ja, das ist das. Und wenn es mal zum Unfall kommt und man dann tatsächlich vor Gericht geht, dann hat der andere immer ein bisschen auch recht. Ja, man ist zu nah aufgefahren oder ja, weil man halt einfach ein Risiko darstellt. Deshalb bei diesen Reklamationssachen macht es immer so, Angebot und wenn es keine Firma ist, bei Privatleuten immer zahlen lassen und wenn die Kohle da ist, wird es rausgeschickt. Und bitte immer per Paket, niemals per Päckchen, oder Briefe oder so, ja. Briefe verschwinden, Einwurf einschreiben ist genau das Gleiche, sondern macht halt ein Paket draus. Es gibt einen Filialpreis, also bei der DHL gibt es einen Online-Preis und einen Filialpreis. Es gibt online die Möglichkeit, Pakete bis 2 Kilo, dann ist es günstiger. Kann man sich online anmelden bei DHL oder halt andere Dienstleister, Hermes, GLS, wie immer, damit das Ding versichert oder mit einer Sendungsnummer rausgeht, dann ist die Chance des Verlustes sehr, sehr gering. Ja.
Und der Kunde kann nicht sagen, habe ich nicht bekommen. Ich habe früher auch das eine oder andere Päckchen mal rausgeschickt. Da können Sie Bücher schreiben. Ja? Naja, also, wenn man fertig ist, alles nochmal mit destilliertem Wasser abspülen. Die Griffe, die Kontakte, die Klemme. Die Klemme kommt ins Minus. Gutes Metallreinigungsmittel. Kabel prüfen. Gerät ausschalten. Und dann wünschen wir uns einen schönen Feierabend. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Alles Gute. Wenn